Hallo und herzlich willkommen bei MacHacks. Ihre Bestellung bitte. Bitte einmal 6er Nuggets mit Pommes und eine Soße bitte. Lieber David, deine Bestellung ist eingetroffen, aber da brauche ich natürlich ein bisschen Hilfe. Würdest du mir helfen? Mhm. Ja, super. Ja, dann würde ich sagen, wir starten gleich, oder? Ja. Ja, wie ihr es ja schon gehört habt, gibt es heute Chicken McNuggets. Wenn man so ganz einfache Chicken Nuggets selber macht, dass die auch so richtig schön knusprig sind, das möchten euch wir heute zeigen. Gell, David? Mhm. Okay. Das ist ganz was Einfaches. Wir haben da einfach Hühnerbrüste und wie man die schneidet, dass es Nuggets werden, das zeige ich euch jetzt. So, da haben wir jetzt, die haben wir eigentlich schon ein bisschen sauber gemacht, da haben wir kein Fett mehr dran und man schneidet die Hühnerbrüste einfach in solche Stücke. Und wie man schon sieht, die schauen aus wie die Nuggets, oder? Ja, super, gell? Also das schneiden wir jetzt mal alles fertig. Unser Fleisch haben wir schon mal geschnitten, dass wir eine schöne Nuggets-Form haben. Und da geben wir jetzt eine Folie drauf. Und mein kleiner Küchenhexen-Zauberlehrling wird dir ganz leicht klopfen, weil bei den Nuggets, die sollen nicht so dünn werden, gell? Die sind eher immer ein bisschen dicker, aber wir klopfen es ganz leicht durch. Los geht's! Au! Jetzt ist der Opa erschrocken. Okay, das nächste. Magst du schon ein bisschen klopfen? Super machst du das. So, das hat der David wunderbar gemacht. Das sind nämlich noch ganz schöne, dicke Fleischstücke. Die werden wir jetzt salzen. Mmm, dass sie einen schönen Geschmack kriegen, gell, David? Und ein bisschen ja, Pfeffer. Nicht Pfefferminze, Pfeffer gemahlen. So, dann drehen wir es einmal um. Bei den Mann, die haben wir auch Pfefferminze. Da hast du auch Pfefferminze gesagt, ja. Das sieht oben jetzt eh draus. So. Die hintere Seite haben wir auch ein bisschen. Salz und Pfeffer. So, die geben wir uns jetzt auf den Teller. Und jetzt werden wir uns die Panierstraße vorbereiten, weil das kann der David nämlich gut. Der hat ja schon mal Schnitzel paniert. Und da brauchen wir Mehl. Wir nehmen ein griffiges Mehl. Ei. Und Brösel. Brösel. Und bei den Bröseln, da nehmen wir die Banco-Brösel. Die sind ein bisschen grober und größer. Dann ist das Nugget dann viel knuspriger und besser zum Essen. Das Ei werden wir uns mit der Gabel einmal aufschlagen. Jetzt geht es ans Panieren. Der David weiß das schon. Zuerst ins Mehl. Okay. Genau. So. Schön. Im Mehl einmal wenden. Und dann ins Ei. So, ich habe schon ein Ei. Ja. Und ich werde gleich beim Ei weitermachen. Du nimmst gleich das nächste. Mhm. Und so werden wir es jetzt einmal alle fertig panieren. Mhm. Oh mein Gott, das Video ist schon schön. So, okay. Gut. Entschuldigung. Ja, okay. Nochmal. So, jetzt haben wir sie wunderschön paniert, unsere Chicken Nuggets. Jetzt werden wir es außerbacken im Fett. Gell? Die kommen natürlich auch, wenn man
eine Fritteuse hat, in die Fritteuse schmeißen. Das geht auch gut. Aber wir werden es da im Fett herausbacken. Gell? Wir haben da schon mal kurz probiert, ob das Fett heiß ist. Da haben wir einfach ein paar Brösel zuerst reingeschmissen, dann haben wir gesehen, dass das passt. Gell? So. Ja, das sieht schalten wir ein bisschen zurück, dass das nicht zu heiß ist und dass es nicht zu schnell geht. Gell? Ja. David, ist das deine Lieblingsspeise, oder? Ja. Ha? Chicken Nuggets? Ja. Schau mal, wie die schon schön werden. Hm? Okay. Toll schauen die aus, gell? Ja. Ah, toll. So. Oh nein, was hast du gemacht? Das ist das Bild dafür. Da habe ich mir schon auf dem Teller, haben wir uns jetzt aber ja schon eine Küchenrolle ausgegeben. Das ist Tropfen. Ja. Und da geben wir jetzt dann unsere Nuggets drauf. Nuggets. Chicken Nuggets. Und das Küchenpapier wird das Fett von den Nuggets noch ein bisschen wegsaugen, gell? Ja. Die brauchen auch gar nicht so lang. Ein paar Minuten nur. So wie wir da schön schwimmend auspacken. So, ich würde sagen, die ersten geben wir schon mal auf unser Küchenpapier. Und die schauen aber knusprig aus, ha? Ja. Ui, super. Ja, jetzt machen wir noch ein paar Pommes. Super. Sind die nicht wunderschön, wann unsere Chicken Nuggets mit Pommes und Soße süß-sauer. Ha? Ja. Ja? David, probier mal eins. Okay. Ob die gut sind? Mm, mit süß-sauer Soße? Mm, Oma, sind die besten Chicken Nuggets in die ganze Welt. Oh, ehrlich? Oh, jetzt kriegst du einen dicken Schmatz von mir. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank fürs Helfen, David. Bitte? Ja. Ich würde sagen, das ist wunderbar gelungen und so einfach und so schnell kann man die tollen Chicken McNuggets selber machen. Vielleicht habt ihr Lust, die nachzumachen, probiert es aus. Vergesst aber nicht, ein Bankomehl zu nehmen, dann sind die viel, viel knuspriger, gell? Und vergesst ihr noch den Kanal abonnieren. Ja, genau, bitte den Kanal abonnieren und gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal. Mm-hmm.